Diese Sendung wird präsentiert von Stargames. Ihr Spiel, Ihr Moment. Jetzt will ich mal mit euch zum Schluss mal noch ein Thema kurz aufgreifen, weil es mich nämlich vor Beginn der Sendung, ich war mir nicht sicher, ob ich es mit reinnehmen soll, aber ich habe es vorhin auch schon bei uns im Chat gelesen, geht nämlich noch um Nico Rosberg. Der ist nämlich, und das muss ich sagen, fand ich ein bisschen seltsam, Nico Rosberg ist, ja, sagen wir mal, ein wenig angepisst. Wir wissen, Nico Rosberg, der war am Wochenende ja als Experte für Sky im Einsatz und war auch bei den jungen englischen Nachwuchskommentatoren. Das hat man ja gesehen, auch bei Sky Deutschland hat man ja auch die Next Generation da an den Start gebracht mit Sophia Flörsch, Frank Buschmann als Kommentator und eben auch noch zwei junge, ja, vielleicht angehende Kommentatoren. Und in England war das Sky Juniors und hat da eben auch dann das Team besucht. Er geriet, das finde ich so nicht beeindruckend, ich finde es fast schon lächerlich, muss ich irgendwo auch sagen. Denn die junge Nachwuchskommentatorin hat sich einen Spaß mit Nico Rosberg erlaubt und hat nach einem Geheimnis gefragt, eben welches Nico Rosberg hat. Das hat er ihr auch verraten. Und hat verraten, dass er einst von Teamkollege Mark Webber den Spitznamen Britney bekam, in Anlehnung eben als an Britney Spears. Und Rosberg selber ging davon aus, dass das, was er ihr da gesagt hat, auch sie für sich behalten wird. Allerdings blieb das eben nicht oder behielt sie das nicht für sich. Und als er sich dann aus der TV-Übertragung der englischen Kollegen dann verabschieden wollte, hat dann eben die junge Nachwuchskommentatorin vor laufender Kamera nämlich gesagt, viel Erfolg, Britney, ich wünsche dir alles Gute. Ja, Rosberg konnte leider überhaupt nicht darüber lachen und hat dann gleich gesagt, nein, Scarlett, das war nicht cool, ich habe ein Geheimnis mit euch geteilt. Das war überhaupt nicht okay. So, und ja, Scarlett, die hat dann quasi nochmal einen nachgelegt und hat dann einfach gesagt, oder als Antwort, danke Britney, geantwortet. Und dann hatte Nico Rosberg ja, öffentlich um eine Entschuldigung gebeten, hat auch gesagt, bitte entschuldige dich. Und er blieb dann auch so lange, bis sie sich dann auch ja, entschuldigt hatte bei ihm. Und dann hat er dann auch ja, das Studio verlassen. Und da muss man sagen, also wie pingelig und also ein junges Mädel, was sich da einfach so einen Scherz macht und dann gleich so ernst und so über zu reagieren, muss man schon sagen, also da scheint Rosberg nicht gerade das dickste Fell zu haben an dieser Stelle. Also das fand ich schon, muss ich sagen, ein Stück weit lächerlich, sich so zu verhalten. Das gehört sich nicht. Also es war seine eigene Entscheidung, ihr das da zu sagen mit dem Spitznamen Britney und wirklich zu glauben, mein Gott, ist ein junges Mädel. Und dann so ein Zirkus zu veranstalten, weil sie es dann halt gesagt hat oder verraten hat. Also das ist genauso auch als Toto Wolff jetzt am Wochenende bei einem der deutschen Sky-Nachwuchsreporter. Der hat ihn ja auch gefragt, wie lange denn der Vertrag oder die Verlängerung des Vertrages von Lewis Hamilton geht. Und da hat er es ihm ins Ohr geflüstert. Ob stimmt, weiß man nicht. Jedenfalls, er hat es hinterher auch rausgeplaudert. Sprach ja auch von 2 Jahren. Also natürlich sagt man jemandem eigentlich ja in dem Wissen etwas, dass man damit rechnen muss, dass es natürlich auch ausgeplaudert wird. Also wahrscheinlich hätte Rosberg dann gerne noch einen Vertrag noch gezimmert und es dann auch noch notariell beglaubigen lassen wollte, dass sie es ja bloß nicht sagt. Und wenn sie was sagt, quasi, oder dass sie nichts sagt unter Androhung einer, keine Ahnung, Geldstrafe oder sowas. Also da muss man mal sagen, die Kirche wirklich mal auch echt im Dorf lassen. So, ja, Kollege Joy ist auch am Start, wie wir bei uns im Live-Chat sehen können. Der sagt auch erstmal Grüße an dieser Stelle. Schreibt selber, das mit Rosberg ist ja geil und Britney kennt man doch. Also das ist, also sorry, das ist echt, also da würde ich mir persönlich als Guy, egal ob jetzt Deutschland oder UK, echt überlegen, tue ich mir so jemanden nochmal an. Also das ist ja wirklich, also sorry, ist ja jetzt kein Erwachsener oder sowas und das ist ein Kind, mein Gott. Also da muss man wirklich echt Probleme haben. Champ 92 schreibt, Rosberg kann keinen Scherz vertragen von Grund auf. Lifetime Travel schreibt, was ist los mit Rosberg, kann seinen Joke nicht vertragen.
Marcel schreibt, sie hat versucht, ihn zu reizen. Das ist ein junges Mädel, was willst du da? Quatsch, jemanden reizen. So, ja, Britney Rosberg. Genau, Synchro 0 schreibt, was erwartet er denn bitte? Woher soll sie wissen, was richtig ist und was nicht? Ja eben, ist ein Kind. Also ist jetzt nicht, dass es jetzt, keine Ahnung, dass jetzt sonst jemanden verraten hätte, den er da irgendwie kennt und wo er weiß, dass die Person es nie sagen würde. Und das ist ein Kind, also, das, also da muss ich sagen, das hat mich schon so ein Stück weit aufgeregt. Also das ist echt lächerlich sowas. Also da, das sorgt nicht gerade bei Rosberg für irgendwelche, naja, sagen wir mal, Beliebtheitspunkte. Also die kriegt er zumindest da nicht dafür. Silvana schreibt, das ist doch kein Geheimnis, das wussten wir schon seit mehr als 10 Jahren. Synchro schreibt, Toto meinte, ich darf das nicht sagen, aber hier ist ein Geheimnis und dann kam das Geflüstert. Ja, man sagt ja, es wäre ja schön blöd, wenn Toto Wolff ihm da auch wirklich sagen würde, wie lange jetzt Lewis Hamilton da Mercedes da verlängert. Also ja. So, Joy schreibt, bei Rosberg hat man leider oft das Gefühl, dass er sehr abgehoben ist. Ja, das merkt man. Ich habe immer auch so ein Stück weit das Gefühl, man hat ja auch Rosberg bei Sky Deutschland gesehen an diesem Wochenende auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist nur meine persönliche Meinung, meine persönliche Sichtweise, dass Ralf Schumacher, der ja daneben stand, wie heißt nicht so ganz happy ist über Rosberg, dass die sich nicht so ganz grün sind. Ich mag mich irren, aber das sieht jetzt nie so aus als, naja, sagen wir mal, wie bei einem Ralf Schumacher und Timo Glock, auch wenn ich mir da ab und zu nicht sicher bin, ob die sich jetzt so 100% irgendwie ja, grün sind. Aber bei Rosberg und Ralf Schumacher habe ich das noch weniger im Gefühl. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Übrigens, das mit dem Britney, das resultiert oder kommt aus dem Rennen in Brasilien im Jahre 2006. Da hatte nämlich Mark Webber dann gesagt, Britney ist in der Mauer. Also es, da hat es quasi ja seinen Ursprung. So, aber ganz ehrlich, was ist denn da auch so schlimm, selbst mit Britney? Also ganz ehrlich, also man muss die Kirche da auch wirklich mal echt im Dorf lassen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.